Ja, dann herzlich willkommen zum Pressegespräch der Rhein-Neckar-Löwen. Ein besonderer Anlass. Martin Schwalb ist der neue Trainer der Rhein-Neckar-Löwen. Martin, herzlich willkommen schon mal, auch von meiner Seite. Ich würde aber gern mal mit Jennifer Kettemann anfangen hier oben. Ich glaube, das waren aufregende und stressige Tage, die letzten Tage. Vielleicht kannst du einfach noch mal Revue passieren lassen, was einfach so passiert ist seit, ich sag mal, letzten Samstag. Ja, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite hier in der SAP Arena und bei Facebook. Ja, es waren sehr, sehr, sehr stressige Tage, muss man sagen. Erstmal kam die Entscheidung, sich von Christian Andresson zu trennen. Und da muss ich sagen, dass uns die Entscheidung sehr schwer gefallen ist. Wir wissen alle, dass wir hier im Profisport sind, dass es darum geht, Punkte zu gewinnen, dass es unser Anspruch ist, ganz oben zu stehen. Aber es sind immer noch Menschen da im Hintergrund. Und das Menschliche hat in dem Fall sehr, sehr gut gepasst. Wir haben sehr gern, sehr vertrauensvoll und sehr respektvoll miteinander gearbeitet. Und da kann man nicht von der Hand weisen, dass so eine Entscheidung einfach schwer ist, die zu fällen. Als die Entscheidung dann durch war, war ich persönlich sehr, sehr froh, dass ziemlich schnell verschiedene Varianten auf dem Tisch lagen, die wir im Aufsichtsrat mit Olli zusammen und mit mir in der Runde diskutiert haben. Eines vorweg, ich werde keine Namen nennen, mit denen wir im Gespräch waren, aber da war Martin eben von Anfang an für uns die auf jeden Fall optimalste Lösung. Wir wussten aber zu dem Zeitpunkt nicht, wie groß sein Interesse ist, ob wir das schaffen können, ob wir das organisiert bekommen. Wir haben uns dann kurzfristig getroffen, haben es dann geschafft, schon am Sonntag war es, uns zum Frühstück zu treffen. Und ich für meinen Teil war nach diesem Gespräch oder ab diesem Gespräch voll und ganz begeistert. Also ich war ab dem Zeitpunkt davon überzeugt, dass Martin der Mann ist, der uns genau in dieser Situation bestmöglich helfen wird. Wir haben jemanden gesucht, der eine Autoritätsperson ist, der die HBL kennt, der ein Netzwerk hat, der es schafft, die Mannschaft wieder enger zusammenzubringen. Und nachdem ich Martin dann auch, wir kannten uns schon vorher flüchtig, aber als ich ihn da in dem Gespräch noch mehr kennengelernt habe, war ich ja voll und ganz davon überzeugt und darin bestärkt, dass wir es irgendwie schaffen müssen, das zu realisieren, dass das für die Rhein-Neckar-Löwen nicht nur eine kurzfristige Lösung ist, dass er nicht der Feuerwehrmann sein wird, der hier nur Brände löschen wird, sondern ja, mit seinen Ideen und Vorschlägen hat er uns auch im Aufsichtsrat zusammen, also den Aufsichtsrat und mich davon überzeugt, dass wir hier zusammen mit ihm die Rhein-Neckar-Löwen weiterentwickeln werden und dass wir es so wieder schaffen, da anzugreifen, wo wir sein wollen. Ja, und deswegen war ich sehr erleichtert, als das dann jetzt geklappt hat und dass wir das jetzt so kurzfristig diese ideale Lösung hinbekommen haben. Ah, eins habe ich vergessen. Wir haben einen 1,5-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir uns dann zu gegebener Zeit nochmal zusammensetzen. Also wir sind durchaus daran interessiert, das dann auch nochmal längerfristig auszubauen. Aber jetzt haben wir erstmal einen 1,5-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Ja, dann Martin, kommen wir zu dir. Wie groß ist denn die Vorfreude? Gerade heute Abend geht's schon wieder, wirst du auf der Bank sitzen. 2104 Tage nach deinem letzten Einsatz als Trainer. Was hat denn vielleicht auch sogar den Ausschlag gegeben, jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen wieder einzusteigen? Zunächst mal hallo zusammen. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Gedanken im Kopf. Ich versuche, die mal ein bisschen zu sortieren. Zunächst mal der erste Gedanke ist, es macht unheimlich Spaß und sehr viel Freude, jetzt hier sitzen zu dürfen. Ich freue mich unglaublich, dass die Rhein-Neckar-Löwen mir diese Aufgabe übertragen haben, mit der Mannschaft gemeinsam in den nächsten Monaten am Erfolg zu arbeiten. Der zweite Gedanke ist, ich habe jetzt auch ein bisschen Respekt gekriegt, weil so tolle Worte, die du gefunden hast, ich werde nicht allem gerecht werden können. Das ist natürlich auch klar. Also ich versuche, alles das, was Menschen möglich ist, in die Waagschale zu werfen und hier einen möglichst guten Job zu machen.
immer im Team, immer gemeinsam mit Olli, immer gemeinsam mit den handelnden Personen auf der Geschäftsstelle und auch in der Mannschaft. So, jetzt meine persönliche Gefühlswelt. Ich bin Trainer im Herzen, ich war immer Trainer im Herzen. Ich kann auch vielleicht ein paar Anekdoten dazu erzählen, können wir auch zu gegebener Zeit, kann ich das gerne machen. Aber ich habe nie normal Handball geschaut, in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich versuche da immer ein bisschen mit zu analysieren, mit zu überlegen, wie man es besser machen kann. Das klappt dann manchmal, manchmal auch nicht, gebe ich auch ehrlich zu. Aber meistens beschäftige mich eigentlich immer damit. Und von daher war es für mich keine Frage, dass, wenn der richtige Verein kommt, und das habe ich auch mit Uli Roth, mit meinem Freund und Berater, haben wir das auch zusammen abgesprochen, haben gesagt, wenn der richtige Verein kommt und fragt, dann ist das natürlich für uns, dass wir in die Gespräche gehen und dass wir unsere Vorstellungen im sportlichen Bereich auch erklären, wie wir den Handball sehen. Und wenn es dann zusammenpasst, dann ist es natürlich eine sensationelle Aufgabe. Und zu den 2104 Tagen, ich habe jeden Tag Handball gelebt. Ich habe in den letzten Jahren so viele Handballspiele gesehen. Ich sage euch, wie keiner hier in diesem Raum. Wenn ich nicht selber in der Halle war, habe ich sie mir in der Konferenz bei Sky angeguckt oder habe die Einzelspiele nochmal geguckt. Ich bin voll drin im Geschehen und ich habe so Bock auf die Bank. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe da richtig Bock drauf. Und da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das ist bei mir in der DNA drin und ich freue mich riesig auf die Aufgabe. Ja, du warst ja dem Handball auch die ganze Zeit verbunden, hast du schon gesagt, bei Sky, aber auch in der Rolle beim HSV Handball. Vielleicht kannst du da mal was zu beiden Rollen sagen. Also eins muss natürlich klar sein, der HSV Hamburg war, ist und bleibt für mich eine wichtige Herzensangelegenheit. Denn wir haben gemeinsam nach der Insolvenz mit vielen Freunden und vielen guten Menschen mit einem tollen Trainer es geschafft, in der Hansestadt wieder eine Zweitligamannschaft zu etablieren, die dort die Menschen begeistert. Und das versteht ihr sicherlich alle. Und das ist ganz klar, dass ich da immer auch auf die Ergebnisse schauen werde und dass ich da mit den Freunden, die ich da habe, auch ab und zu mal telefoniere. Ich glaube, dass das auch eine gute Koexistenz haben kann, wenn man da mit der Freien und Hansestadt Hamburg von den Rhein-Neckar-Löwen aus einen guten Draht hat. Ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Also das wird immer so sein. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass auch alle sofort Verständnis dafür haben. Dafür weiß ich auch, dass das richtig war. Ich habe direkt als allerersten unserem Präsidenten Marc Evermann darüber informiert, über das Interesse. Und eigentlich war immer das Wort Glückwunsch, Glückwunsch. Also da war jetzt nicht irgendwie, klasse, machen, musst du machen, mach's bitte, wir drücken dir alle Daumen. Olli Rogisch, heute Abend der neue Trainer, wird auf der Bank sitzen, hat seine Mannschaft bis jetzt noch nicht getroffen, hat auch noch keine Trainingseinheit absolviert. Das ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Du warst in Cuenca natürlich beim Hinspiel dabei. Hast du Martin jetzt Tipps gegeben oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, hallo, mal von meiner Seite. Wir hatten gerade ein kurzes Briefing oben, war eine Stunde mit Martin zusammengesessen und haben die Dinge durchgegangen. Michael Abt hat einen riesen Job gemacht in Cuenca, hat die Mannschaft da vorbereitet und es ist klar, dass wir in der Kürze der Zeit jetzt nicht alles umkrempeln werden. Aber man merkt schon, der junge Mann neben mir brennt, hat ein paar Ideen mit reingebracht. Wir sind uns auch klar darüber, dass es heute ein spezielles Spiel ist, das wissen wir alle. Aber die Mannschaft ist da auch in der Pflicht jetzt, hat in Cuenca auch schon ein richtig gutes Spiel vorne gemacht. In der Abwehr noch Luft nach oben, aber daran werden wir jetzt arbeiten. Jenny hat viel erzählt. Ich glaube, wir haben einen Trainer gesucht, der mit großen Spielern zusammengearbeitet hat. Das hat Martin in Hamburg gemacht, in Wallau-Massenheim. Er weiß, wie er mit Stars und Sternchen umgehen muss. Und ich glaube, das ist jetzt eine Geschichte, wo wir angehen müssen, dass die Mannschaft auch in die Pflicht genommen wird, dass jeder Einzelne sich hinten anstellt, als Team arbeitet. Und Martin ist ein absoluter Teamplayer. Da sind wir uns alle im Klaren darüber. Ich habe ihn aus meiner aktiven Zeit immer als Trainer erlebt, der viele Emotionen reinbringt. Auch ein Trainer, mit dem ich gerne mal zusammengearbeitet hätte in der Zeit, muss ich auch ehrlich sagen. Von daher glaube ich, dass wir da die optimale Lösung gefunden haben und freuen uns jetzt auf 2,5 Monate und dann auf einen guten Start in die nächste Saison. Gut, dann würde ich mal die Fragerunde eröffnen. Wir haben auch ein Mikro. Ich würde euch bitten, da wir halt ein bisschen Zeitdruck haben, die Fragen, wenn es geht, jetzt zu stellen.
Für die TV-Teams wird dann natürlich Martin auch nochmal im 1:1 zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, wir haben nachher ein Spiel zu absolvieren. Hier vorne wäre dann schon die erste Frage. Martin, nach all dem, was Sie über Handball wissen und all dem, was Sie bei den Rhein-Neckar-Löwen beobachtet haben, wo würden Sie als erstes den Hebel ansetzen in der Mannschaft, in der Arbeit mit dem Team? Handball ist ein Mannschaftssport, der ein gemeinsames Ziel voraussetzt. Und dieses gemeinsame Ziel muss in der Gemeinschaft definiert werden. Und als erstes Ziel würde ich ausgeben, dass man uns erkennt, dass man weiß, dass die Rhein-Neckar-Löwen kommen, dass man das sieht, dass man das in der Abwehrarbeit sieht, dass man das im Gegenstoß sieht und dass man das im Angriff sieht. Und dass vielleicht der eine oder andere dann auch Respekt vor den Rhein-Neckar-Löwen hat, weil er sagt, oh, das machen die gar nicht so schlecht. Also für mich geht es erstmal darum, mit der Mannschaft zu sprechen, eine klare Zieldefinition auszugeben und dann natürlich ihnen auch die Hebel an die Hand zu geben, damit sie erfolgreich sein können. Das ist natürlich die weitere Trainerarbeit und Trainingsarbeit, ja, auch die richtigen taktischen Voraussetzungen zu schaffen, dass eine Mannschaft erfolgreich sein kann. Dann schließe ich mich direkt an. Jenny Kettemann hat eben gesagt, Sport ist eben auch durch Resultate und Ergebnisse auch dokumentiert. Mit welchen Zielen bist du jetzt hier zu den Löwen gekommen, speziell was die laufende Saison noch betrifft? Alles. Alles. Es geht doch jetzt gar nicht darum, also du kennst mich jetzt auch schon lang genug. Ich werde doch jetzt nicht anfangen und sagen, ah ja, wir werden noch 3 Spiele gewinnen und 7 anders gestalten. Ich nehme das andere Wort gar nicht in den Mund, weil ich da keine Lust drauf habe. Ja? Sondern wir werden versuchen, und da fangen wir heute mit an. Heute werden wir das erste Spiel gewinnen. Wir werden heute gegen Cuenca gewinnen, um im EHF-Pokal die bestmögliche Ausgangsposition für uns zu erarbeiten. Und dann werden wir am Samstag hier im Heimspiel vor dem einen oder anderen Zuschauer, dann werden wir wieder das Spiel gewinnen. Das muss unser Ziel sein. Ich bin aber auch Realist. Das muss auch klar sein. Ich bin kein Fantast. Ich war noch nie ein Fantast. Ich bin Realist und ich weiß, dass das natürlich auch nicht immer geht. Aber das Ziel muss so sein und das sind auch die Ziele für die nächsten Monate. Alles andere kann man Leistungssportlern auch nicht vermitteln. Und ich sage, das sind Leistungssportler hier in diesem Verein. Und da gibt es keine anderen Ziele. Sie haben als dritten Punkt gesagt, Sie sind Trainer von ganzem Herzen. Da sind wir auch bei einem Thema, was man nicht ausklammern kann. Haben Sie mit der Verpflichtung vielleicht auch einen Vorsatz über den Haufen geworfen, den Sie sich vielleicht nach Ihrem Herzinfarkt genommen hatten? Niemals, niemals. Ich habe immer von der ersten Moment an, ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen, was direkt los war. Es gab Vereine damals, die wollten mit mir die Reha machen. War ganz spannend. Große Vereine, wirklich große Vereine. Eine ganz spannende Geschichte. Ich will und wollte immer Trainer sein. Immer. Das gab niemals bei mir, oh nein, oh nee. Ich habe nur auf die richtige Situation gewartet und den richtigen Verein. Und ich glaube, das merkt man mir jetzt auch ein bisschen an. Dazu möchte ich auch ganz klar eine Sache beantworten. Wir haben uns natürlich auch über mein Herz unterhalten. Ich bin topfit, ich rauche nicht mehr. Ich trinke ab und zu ein Gläschen Wein, das darf ich noch. Alles andere, ich halte mich wirklich sehr gesund und ich habe absolutes ärztliche Okay, ohne Wenn und Aber. Das wissen die Rhein-Neckar-Löwen auch, da gibt es auch Sachen. Also ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen, mich. Und ich freue mich, Emotionen ausleben zu lassen, weil das ist was Positives. Ich mag das. Weil ohne die Emotionen ist das Leben nicht viel wert. Man braucht Emotionen, man braucht Begeisterung. Das wisst ihr alle, das sind die schönsten Tage, wenn man das hat. Jetzt sind in den letzten 2000 Tagen auch hier und da mal Trainerjobs frei geworden. Was war es denn jetzt konkret, was Sie dazu bewogen hat, zu sagen, okay, bei den Rhein-Neckar-Löwen, da steige ich jetzt ein wieder? Ich fange an. Der Verein, die Struktur des Vereins, die Mannschaft, die Ziele, die Fans. Also ich meine, ganz ehrlich, morgen wird hier die Bude voll sein. Wie mega, habe ich mega Bock drauf, finde ich super schön. Das habe ich jetzt schon zweimal gesagt, das darf ich nicht so oft sagen. Habe ich echt Spaß dran, dass morgen hier sehr, sehr viele Menschen da sein werden und uns begleiten.
Wir können alle Ziele angreifen. Und ich bin nicht viel Kilometer von hier geboren worden. Ich bin zwar ein Schwabe, das gebe ich zu, aber wir sind doch, also das ist auch ein Stück Heimat für mich. Ich kenne mich hier unglaublich gut aus. Ich habe das immer verfolgt. Ich habe mit den Rhein-Neckar-Löwen auch eine lange positive Rivalität gehabt, als ich noch Trainer beim HSV war. Also das passt alles für mich hervorragend und da gab es keine zwei Meinungen. Unser Spiel bleibt Samstag. Was habe ich gerade gesagt? Sonntag? Morgen schon. Ach, morgen. Der Trainer ist heiß. Ja. Okay. Mittwoch. Habe ich echt morgen gesagt? Samstag gegen Hannover. Samstag gegen Hannover. Es gibt noch wenige Karten. Ich weiß schon, wann und wo wir spielen. Ja, das nehme ich wieder zurück. Aber glaubt mir, sie sind im Moment natürlich auch aufregende Tage. Das muss euch auch klar sein. Da kann man halt alles richtig machen. Ich bin heute im Einsatz, selbstverständlich. Ich bin im Einsatz, aber eins muss natürlich auch klar sein, auch das Olli und Michel, die haben das super vorbereitet und die haben auch einen Erfolg im Hinspiel und, erreicht. Und die haben die Mannschaft auch jetzt eingestellt auf das Spiel heute. Und ich werde da ein paar begleitende Maßnahmen mit in die Waagschale werfen, damit wir gewinnen können. Aber das Löwenanteil des heutigen Spiels haben Olli und Michel gemeinsam geleistet. Ja, ich habe es ab und zu mal gesehen, habe es auch versucht zu analysieren. Ja, es ist eine Mannschaft, habe ich ja gerade schon gesagt, mit dem großen Potenzial. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle fehlt so ein bisschen die Struktur. So war der Eindruck auf mich. Ich glaube auch, dass die Abwehr ein gewisses Maß an Stabilität gebrauchen kann. Ich glaube, da muss man ein bisschen zusammenwachsen noch, gemeinsam mit den Torhütern. Damit, also die Mannschaft ist doch häufig in Spielen unter Druck geraten, weil sie dusselige Gegentore gefangen hat, sagen wir es mal so. Dadurch war sehr viel Druck auf dem Angriff. Und da gibt es natürlich eine sensationelle Basis mit den Spielern, wie sie zusammenspielen. Andi Schmid und Yannick Kohlbacher, brauchen wir nichts dazu zu sagen. Aber auch die anderen Spieler müssen mit ins Spiel aufgenommen werden, müssen ihre Spielanteile bekommen. Dann würde ich gerne noch ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Also ihr seht schon, es sind ein paar Aufgaben. Aber das geht nicht heute beim Spiel. Und das wird auch noch nicht bis Samstag funktionieren, aber daran werden wir arbeiten. Das ist ja immer ein Prozess. Wir werden daran arbeiten und das habe ich ja eingangs gesagt, dass man irgendwann mal sagt, oh, die Rhein-Neckar-Löwen spielen so und so und so. Und so sind sie zu erkennen. Das kann aber natürlich noch ein bisschen dauern. Martin, wenn du am Wochenende Sky-Experte geblieben wärst, was du leider nicht bist, was wir alle sehr, sehr bedauern. Wir freuen uns natürlich als gesamte Handballredaktion und wünschen alles, alles Gute in deinem neuen Job. Das ist ganz, ganz klar. Hättest du sicherlich von mir die Frage bekommen als Moderator, welche zwei Häuptlinge schnappst du dir vor diesem Spiel im Training, die Jungs heute absolut mitziehen? Wie hättest du sie beantwortet und wie würdest du sie jetzt beantworten? Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, zwei Häuptlinge, die du dir wirklich mitnimmst, die mit vorangehen und die Jungs ziehen? Kein. Ich würde jetzt keinen herausheben aus dieser Mannschaft, weil das immer auch für die anderen ein Punkt wäre, einen Schritt zurückzutreten. Nee, für mich sind Häuptlinge die sich auf der Platte beweisen, die ganz oben anstehen und nicht die vom Trainer in irgendwelchen Gesprächen dazu gemacht werden. Es geht darum, mit jedem zu kommunizieren, jeden in die Mannschaft zu integrieren und mit ihm zu arbeiten. Und es gibt natürlich ganz klar Leute, die sich mehr mit dem Abwehrsystem beschäftigen. Da muss ich jetzt nicht unbedingt mit Patrick Krötzky über den Mittelblock diskutieren. Da haben wir dann andere Ansprechpersonen. Da würde ich zum Beispiel mal mit Olli darüber sprechen. Aber es gibt da keine Hierarchie in der Mannschaft, die ich jetzt von außen hin aufdrücke. Das wird sich entwickeln und das entwickelt sich über eins, über Leistung. Das sind dann die Ansprechpartner. Es gab ja eine andere prominente Trainerstelle, die zuletzt neu besetzt wurde. Waren Sie dazu vielleicht auch schon im Ring? Oder? Und wenn nein, wenn ja, wie bewerten Sie den Wechsel an dieser Stelle? Es wurde mir ja irgendwann mal bös ausgelegt, dass ich gesagt habe, es ist immer für jeden deutschen Trainer eine Ehre, Nationaltrainer zu sein. Natürlich ist es für jeden deutschen Trainer, man sieht ja, es ist ja auch für jeden Isländer eine Ehre, deutscher Nationaltrainer zu sein. Also ist es
für Trainer grundsätzlich eine große Ehre. Und Alfred, herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass er der richtige Mann an der richtigen Stelle ist. Also keine Frage. Nochmal, ich bin Trainer. Und wenn das höchste Amt frei wird, die Nationalmannschaft zu trainieren, dann ist das keine Frage, dass das für jeden, aber jetzt, da rede ich, glaube ich, auch für einen Kai Wandschneider und für einen Michael Roth oder für jeden, der wird doch jeder sagen, Entschuldigung, Nationaltrainer, wird man gern machen. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, Stand heute und jetzt ist mir diese Aufgabe viel lieber. Denn ich möchte in der täglichen Trainingsarbeit arbeiten. Ich möchte täglich, ich freue mich so, ich habe jetzt gerade Gänsehaut, ich habe ein bisschen dicke Sachen an, aber ich freue mich so aufs erste Training. Wenn wir da gemeinsam was entwickeln können, aufs zweite Training, wenn wir da eine Ansprache haben. Das habe ich echt ein bisschen vermisst. Versteht ihr, das habe ich vermisst. Ich bin schon dabei, irgendwelche Trainingspläne wieder zu schreiben und alles Mögliche, wie ich da rangehe und so. Das freut mich unheimlich, dass ich das hier machen kann. Sie haben selbst gesagt, nicht weit von hier sind Sie auch geboren. Nicht weit von hier liegen auch Gebiete, in denen Sie sehr aktiv waren, viele Jahre lang. Hat es bei der Entscheidung irgendeine Rolle gespielt? Laut meinem Handy, ja. Laut meinem Handy hat es eine große Rolle gespielt. Ich glaube, ich müsste für heute 200 Freikarten rausholen und für Samstag 500, was natürlich nicht machbar ist. Ganz, ganz viele Freunde und Weggefährten haben sich gemerkt. Wie bitte? Kriegen wir noch hin. Also haben sich ganz, ganz viele gemeldet. Ich habe tolle Zeiten in dieser Großraumregion. Ich weiß, dass es hier der Rhein-Neckar-Raum ist. Also braucht euch keine Sorgen machen, das weiß ich sehr genau. Aber in dieser süddeutschen Region habe ich sehr, sehr, eigentlich mein ganzes Leben verbracht. So, wenn man mal ehrlich ist. Und von daher habe ich hier sehr viele Wurzeln. Und wenn ich hier über Straßen fahre, ob ich durch Leutershausen fahre, Heidelberg oder hier in Mannheim, glaubt mir, da war ich schon, da war der eine oder andere von euch noch nicht mal geboren. Habe ich mich da schon wohl gefühlt. Martin, ganz kurz noch. Wie haben Sie denn wahrgenommen die Entlassung von Christian Andresson? Wo haben Sie die mitbekommen und waren Sie da überrascht? Also zunächst mal möchte ich mal auch die Worte nochmal von Jenny verdeutlichen. Ich glaube, dass es auch immer Menschen dahinter sind. Und das möchte ich nochmal sagen und ich möchte auch Christian Andresson noch sagen, dass es mir auch leid tut. Unter Trainerkollegen ist es immer eine schlechte Situation, dass sowas passiert. Aber er ist ein junger Trainer und ich hoffe natürlich, dass die Trainerkarriere für ihn, seine sehr steile Trainerkarriere, muss man auch sagen, dass die, davon bin ich überzeugt, weitergehen wird und gut weitergehen wird. Also da wünsche ich ihm alles Gute. Zur Situation muss ich sagen, von sowas wird man natürlich immer überrascht. Man hört das eine oder andere über den Buschfunk. Wie wir schon gesagt, wir sind alle vernetzt, wir sind alle Handballer, da hört man das eine oder andere über den Buschfunk natürlich. Aber die Überraschung war da, ganz klar. Und als dann der Anruf kam, war die nächste Überraschung da. Und da freue ich mich sehr darüber, dass der Anruf bei mir kam. Aber natürlich nicht darüber, dass er entlassen worden ist, weil das tut mir für jeden Trainerkollegen sehr, sehr leid. Wann kam der denn dann? Am Samstag, spätabends. Also das habe ich dann schon gewusst, da habe ich gedacht, na, vielleicht klingelt das Telefon. Olli, ja. Kamen so Anrufe in letzter Zeit dann regelmäßig, oder? Ja, klingelt schon hin und wieder mal das Telefon, ja, natürlich. Aber ich will da jetzt auch nicht mit irgendwas hier hofieren. Bitte hört, das ist nicht mein Ansinnen. Also das ist nicht mein Ansinnen, um Gottes Willen. Ich hatte und habe sehr, sehr viel schöne Zeit in Hamburg gehabt, auch mit dem HSV Hamburg in der zweiten Liga als Vizepräsident. Und ich sage ja, das ruht jetzt alles und so. Aber dieser Anruf bei den Rhein-Neckar-Löwen hat dazu geführt, dass ich seit drei Nächten, sind es drei Nächte? Nicht, dass ich mich jetzt wieder verrede, Samstag auf Sonntag, sondern auf Montag auf Dienstag, sogar seit vier Nächten, mir Gedanken mache, wie man mit dieser Mannschaft hier umgeht und Feuer und Flamme bin und denke, das ist auch der richtige Weg. Da hätten wir noch eine.
Man muss ein bisschen länger zurückgehen bei den Rhein-Neckar-Löwen nach dem deutschen Trainer, weil du es eben so gesagt hast, eine Ehre für jeden deutschen Trainer, die Nationalmannschaft zu trainieren. Bei den Löwen waren es einige, ich hätte jetzt fast gesagt Isländer, aber einige Skandinavier in den letzten Jahren. Ist das jetzt auch was, vielleicht die Frage an Sie beide dann, Frau Kettemann und Martin, was Besonderes, bei den Löwen wieder einen deutschen Trainer zu haben oder kommt es im Endeffekt nur auf die Kompetenz an? Naja, wir haben am Samstag den Tag der Vielfältigkeit hier in der SAP-Arena und ich würde so eine Entscheidung nicht von der Nationalität abhängig machen, überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Vorteil, wenn jemand sehr gut Deutsch spricht, um einfach das zu beschleunigen, den Zusammenhalt und in der Stresssituation die Themen rüberzubringen. Das ist natürlich ein Vorteil, aber von der Nationalität würde ich es nicht abhängig machen. Du, Olli? Nee, oder? Nein, ich glaube, viel wichtiger ist, dass Martin die Liga kennt und dass er jahrelang Erfahrung hat. Und ich sag's ja, er hat da erfolgreich in Hamburg gearbeitet, in Wallau damals. Er ist so nah dran wie kein anderer an diesem Thema Handball. Und gerade durch seinen Job bei Sky, ich glaube, dass die Frage, die, wo ich erwartet hätte, dass Leute sagen, warum holt er den Trainer, der so lange raus ist? Aber ganz ehrlich, da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. So wie ich ihn ja erlebe und auch immer erlebt habe, ist er ein Vollbluttrainer, der immer nah dran war, der immer Kontakte gehalten hat zu Spielern, zu seinen Ex-Spielern, der einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat. Und ihr könnt auch sicher sein, ich habe mich auch über ein paar Dinge schlau gemacht. Wir haben ja auch ein paar Freunde, die wir zusammen pflegen. Und von daher holt man da auch schon mal den einen oder anderen Tipp ein. Und ich bin mir 100% sicher, dass Martin der richtige Mann für uns ist. Also wenn ich auch noch dazu was, einen kurzen Satz. Es gibt eigentlich so im internationalen Handballgeschehen jetzt nicht den Skandinavier oder den Deutschen. Ich kenne Skandinavier, das sind Holzböcke, und ich kenne Deutsche, die sind Holzböcke. Also das ist jetzt nicht so, dass da eine gut oder schlecht ist. Also das ist ganz unterschiedlich. Weil wenn man jetzt nur mal sagt, skandinavischen Trainer, dann nimmt man mal Dago Sigurdsson und dann nimmt man mal Alfred Gislason. Die sind aber meilenweit auseinander. Ja, oder? Passen aber ein paar Leute dazwischen. Also von daher, glaube ich, spielt die Nationalität keine Rolle. Kommunikation ist wichtig. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann beenden wir den offiziellen Teil. Wie gesagt, heute Abend 19.30 Uhr drüben in der GBG-Halle. Wer von den Kollegen da vor Ort ist, jetzt hier schon seine Arbeitskarte gleich abholen möchte, kein Problem. Die Aufstellung für heute Abend liegt bereits dort hinten auf dem Tisch. Es gibt eine Änderung. Ilja Abutovic wird uns nicht zur Verfügung stehen. Er hat Fieber. Und was wir gestern schon kommuniziert haben, Uwe Gensheimer hat sich im Hinspiel eine Sprunggelenkverletzung zugezogen in Cuenca. Da können wir leider noch die Ausfallzeit nicht sagen, wie lange das dauern wird. Aber Uwe ist dementsprechend heute auch nicht dabei. Und wie gesagt, Ilja Abutovic müsst ihr dann gedanklich streichen vom Spielberichtsbogen heute Abend. Dann vielen Dank dafür. Und jetzt sind die Beteiligten natürlich noch für Einzelinterviews zur Verfügung. Dankeschön.